7 Routinen am Sonntag, die mir helfen, Job und Familie besser unter einen Hut zu bekommen. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute soll es darum gehen, wie ich es schaffe, Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen, indem ich am Sonntag schon 7 Stellschrauben drehe, die mir dann helfen, die ganze Woche über gut klarzukommen. Das sind wichtige Schritte, die ich jede Woche eigentlich immer wieder durchziehe und für die ich so dankbar bin, denn sie verschaffen mir unter der Woche viel mehr Luft und Freiraum, dass ich halbwegs gut durch die Woche komme und alles das noch hinbekomme, was unerwartet dazwischen fällt. Die erste der Routinen, die ich eigentlich jeden Sonntag mache, ist Termine planen. Termine in meinem Kalender durchgehen, das sind also festgesetzte Flaggen, die nicht zu verschieben sind, die schaue ich mir nochmal an. Gibt es da was vorzubereiten? Muss ich Geld rauslegen? Muss ich was bereitlegen für die Kinder? Dann trage ich diese Termine in meinen Kalender nochmal ganz fest ein. Ich schaue, dass ich sie auf meinem Handykalender nochmal aktualisiert habe und ich schaue, dass ich sie auf meinen Kalendern, an den Magnetkalendern, an den Wänden nochmal aktualisiere. Ich habe für die Familie Magnetkalender installiert, also quasi an unserer Ausgangstür, wo wir jeden Morgen durchgehen, aber auch an unserem Kühlschrank. Und diese Magnetkalender sind quasi wie so ein kleines Plakat für alle zur Übersicht. Und die sind eigentlich auch immer ganz süß gestaltet. Da schaue ich, dass ich alles aufschreibe, was wichtig ist, damit auch die Kinder und mein Mann sehen, was so passiert unter der Woche. Eine zweite Routine, die ich mittlerweile fest etabliert habe, ist Mahlzeiten zu planen. Auch wenn ich unter der Woche kein Mittag esse, koche für gewöhnlich, koche ich auch abends ganz selten nur warm. Denn die Kinder und mein Mann essen ja im Büro oder in der Schule schon ihre warme Mahlzeit. Und bei uns reicht es häufig, dass wir am Abend nur, sage ich mal, kalte Platte machen, also sprich ein Abendbrot essen. Hin und wieder kommt es aber vor, dass ich mir oder uns eine kleine Freude bereiten will, eine kleine Abwechslung bereiten will. Und dazu hilft eben, das vorher zu planen, zu schauen, was möchte ich vorbereiten. Wenn eine bestimmte Sache an einem Tag war, schaue ich, dass ich abends vielleicht uns nochmal zusammenbringe als Familie an den Tisch für ein besonderes leckeres Abendessen. Und auch für die Wochenenden, damit die stressfrei stattfinden, plane ich vorher die Mahlzeiten. Die dritte Routine geht quasi mit der zweiten Routine einher. Und zwar ist das, die Einkäufe zu planen. Ich mag es nicht, jeden zweiten Tag in den Supermarkt zu rennen, um noch eine kleine Zutat zu kaufen, die mir jetzt fehlt. Deshalb, wenn ich meine Mahlzeiten geplant habe und weiß, was ich die Woche über kochen möchte oder auch nicht, dann plane ich meinen Einkauf und zwar von Montag bis Sonntag durchgehend die Einkäufe in einem Rutsch. Und häufig mache ich das auch so, dass ich Einkäufe platziere online, also sprich, ich bestelle Sachen online, die ich mir dann im Supermarkt abholen kann. Das spart mir die Zeit, durch den Supermarkt zu rennen und ich kann in Ruhe zu Hause die Angebote nochmal vergleichen und schauen, ob irgendwas vielleicht günstiger ist, was ich dann sozusagen auf Vorrat schon mal mehr bestellen kann. Wir führen auch eine Einkaufsliste als App. Mein Mann und ich teilen uns diese App. Wir schauen beide da rein und wir haben zwei separate Listen. Einmal für Supermarkt, einmal für Drogerie. Die wird gefüllt und wenn wir dann sehen, dass da einige Artikel zusammengekommen sind, machen wir quasi den Einkauf oder planen den Einkauf, führen den durch. Die vierte Routine, die hat sich auch so ein bisschen eingeschlichen in den Sonntag. Denn normalerweise sollte man ja denken, der Sonntag ist einfach da, um zu vertrödeln und um Ruhe zu finden. Aber glaubt es mir, es hilft euch unter der Woche so viel mehr weiter, wenn ihr auch am Sonntag bestimmte Routinen durchzieht. Wie zum Beispiel die vierte Routine, die ich auch eigentlich immer durchziehe, nämlich einmal klar Schiff machen. In einem Bereich des Hauses, denn viele von euch fragen sich ja, wie machst du das mit dem Haushalt, wie schaffst du das alles zu putzen etc. Ich schaffe nie alles, das ist ganz klar. Aber ich habe immer es so gemacht, jetzt in den letzten 2 Jahren, dass ich auch am Sonntag eine Haushaltsaufgabe mache. Sei es, dass ich nochmal 2 Körbe Wäsche durchwasche und wegfalte, sei es, dass ich mal einmal die Treppe nochmal putze. Das sind dann Aufgaben von ca. 30 Minuten, die machen mir nicht meinen Sonntag kaputt. Aber sie helfen mir, dass ich unter der Woche eine Haushaltsaufgabe eben weniger habe und die mir dann den Stress wegnimmt. Und somit ist es einfach für mich die Regel oder die Routine Nummer 4, dass ich in einem Bereich des Hauses auch am Sonntag klar Schiff mache.
Die fünfte Routine ist eine sehr zentrale Routine, zu der ich mich selber auch immer wieder maßregeln muss und mich selbst immer wieder disziplinieren muss, denn sie zahlt in eines meiner Jahresziele ein und das ist die mentale und körperliche Gesundheit. Und die fünfte Routine ist quasi die Me-Time, also die Zeit für mich selbst. Und das ist etwas, was mir persönlich sehr schwer fällt, denn ich bin ein Mensch, ich möchte immer gerne produktiv sein und einfach mal nichts tun, ist für mich schwierig. Aber gerade so in den letzten 6 Monaten habe ich gemerkt, dass es mir auch unter der Woche hilft, wenn ich mir am Sonntag einmal Zeit dafür nehme. Und da meine ich jetzt nicht 5-6 Stunden am Sonntag, sondern mir reicht da oft schon eine halbe bis dreiviertel Stunde. Und da mache ich dann unterschiedliche Dinge, je nachdem, wie ich mich fühle, wie mein Zyklus ist, wie viel Energie ich habe. Entweder ich mache dann mal ein Sportworkout oder ich lege mich in die Badewanne. Ich höre ein schönes Hörbuch im Bett mit der Wärmflasche und lasse einfach alle 5 von mir. Oder ich mache mir die Nägel hübsch oder ähnliche Dinge. Ihr wisst, was ich meine. Also diese Me-Time einbauen ist auch am Sonntag sehr, sehr wichtig, denn es gibt euch Energie für den Rest der Woche. Die 6. Routine ist etwas, was ich meistens am Sonntag morgens mache, wenn ich noch die meiste Energie habe und den meisten Elan habe. Diese 6. Routine hilft mir auch unter der Woche, mich gesund zu ernähren oder für die Kinder immer gesunde Snacks parat zu haben. Und das ist Mahlzeiten vorbereiten, also sprich Meal Prep. Auch dazu habe ich euch ja schon in einigen Videos Beispiele gegeben, was man vorbereiten kann für die Brotdose etc. Und ich versuche möglichst am Sonntag entweder Bananen-Pancakes noch vorzubacken oder ich mache Energiebällchen, ich mache Müsli-Kekse. Manchmal schneide ich auch schon die Möhrchen klein und packe die in eine Dose an. Ich schaue, dass alles Obst gewaschen ist und in die Vorratsdosen gepackt ist, sodass ich die dann unter der Woche einfach nur noch rausnehmen brauche und direkt davon mir die Brotdosen befüllen kann. Also das ist auch nochmal ein wichtiger Stellschritt, der maximal eine halbe Stunde dauern braucht. Und trotzdem hilft euch diese halbe Stunde unterhalb oder innerhalb der ankommenden Woche so viel mehr weiter, weil ihr morgens dann einfach schnell Sachen aus dem Kühlschrank nehmen könnt, nutzen könnt und sie liefern euch Energie für den Tag und eine gesunde Ernährung. Ja, und die 7. Routine ist auch etwas, wo man sich auch immer so ein bisschen nochmal an den Ohren ziehen muss. Oder ich persönlich, ich weiß nicht, da ist ja auch jeder anders. Manche sind eine Nachtigall, andere sind eine Eule. Ich persönlich muss mich auch ein bisschen dazu maßregeln, am Sonntag früh ins Bett zu gehen. Das ist natürlich etwas, was man bei den Kindern auch sehr beachtet oder wir achten darauf, dass die Kinder sonntags früh zu Bett gehen, dass auch sonntags nicht noch spät irgendwelche Medien konsumiert werden. Und das Gleiche muss ich für mich natürlich auch so ein bisschen etabliert halten, dass ich schaue, dass ich am Sonntagabend jetzt nicht noch so aufregende Filme gucke oder ähnliches, sondern ich schaue, dass ich sonntags eher ein bisschen zur Ruhe komme, vielleicht nochmal einen ruhigen Podcast höre, ein paar Affirmationen höre oder auch wirklich nur so meine Lieblingsserie, wo ich gut bei lachen und abschalten kann und dass ich schaue, dass ich am Sonntag früh ins Bett komme und ausgeschlafen in die Woche starten kann. Noch mehr Tipps darüber, wie ich Beruf und Familie unter einen Hut bringe, findet ihr hier in meiner Playliste Beruf und Familie. Da habe ich schon einige Routinen aufgezeichnet und für euch festgehalten, Tipps drin versteckt, jede Menge Anregungen und Ideen, wie ich es mache. Ich freue mich über den Austausch mit euch in den Kommentaren, wie ihr das macht und wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Macht's gut! Tschüss!